Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen auf der Frankfurter Musikmesse 2016. Ich bin jetzt bei Domlinger und bei mir ist Frau Böckle. Vom Domlinger Verlag. Hallo. Und ich darf Ihnen ein paar Pädagogik-Novitäten zeigen und fange an mit unserer E-Gitarrenschule für Kinder. Ab 7 Jahren schon geeignet, das Rockodil. Haben wir hier den ersten Band, der zweite wird im Herbst erscheinen. Wir haben eine CD dabei mit über 350 Rocking Play-Alongs und ein gratis Plektrum mit unserem Maskottchen, dem Rockodil, das das Heft führt. Es gibt neben dem Heft eine eigene Homepage mit Zusatzmaterial für den Lehrer. Und ja, mal ganz einfache Lieder, die man aber schon mit der Begleitung ganz rockig zusammenbringt, auch schon im ganz jungen Alter. Jetzt endlich kann man auch mit der E-Gitarre schon anfangen und muss nicht unbedingt von der klassischen Gitarre umsteigen. Das geht also für kleine Kinder schon. Weiter für Gitarre mag ich Ihnen die Herkulesaufgaben ans Herz legen. Das sind eigentlich Etüden für Gitarre, die aber ganz super schön verpackt sind in Herausforderungen, die der Herkules bewältigen muss und am Ende noch seine Olymp-Zusatzaufgabe lösen kann. Mit jede Stücke mit verschiedenen Levels, die man erreichen muss, kann man hier ankreuzen. Noch verschiedene Schwierigkeiten, indem man es halt schneller oder langsamer oder noch eine Variation dazu hat, wo man seine Zeit eintragen kann, ob man schon auswendig spielen kann. Und so vereinbaren diese Stücke verschiedene Schwierigkeitsgrade schon in einem Stück und sind nicht 5 Etüden, sondern eine, die man in verschiedenen Varianten hernehmen kann. Das Ganze mit ein bisschen Geschichtsunterricht noch mit Herkules und seinen Aufgaben. Dann ganz neu jetzt hier den Klarinettenexpress. Das sind 7 mittelschwere Stücke für 2 Klarinetten, die sich gut eignen für Konzerte, Vorspiele, Wettbewerbe im Musikschulbereich. Also machbar noch in dem Level, können verschieden kombiniert werden, kann man als Suite zusammenstellen oder einzeln spielen und sind super eingängig. MP3s zum Download auf unserer Homepage, dublinger-musikverlag.at. Und was wir auch noch haben, auf YouTube und auf unserer Homepage, Beispiele zur Klassenmusizierbox. Das sind Stücke für die Sekundarstufe 1 in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und verschiedenen Besetzungen. Jetzt auch mit einem Band 2 mit noch mehr Stücken und noch mehr Möglichkeiten. Mit Besetzungen von Rhythmicals, Rubicals, zum Singen, zum Sprechen, nur zum Musizieren, mit Boomhackers, mit Off-Instrumenten, mit Alltagsgegenständen, Spielmitsätze, Bandarrangements, also quer durch und auch schön erklärt. Hier immer zuerst mal, was brauche ich dazu, also welche Instrumente hier, leicht, mittel oder schwer, um was geht's hier? Besondere didaktische Hinweise, weil der Autor in der Lehrerfortbildung tätig ist. Und deshalb sind diese Stücke alle schon praxiserprobt, die er mit seinen Studierenden und der Klasse gemacht hat. Und es ist so für jeden Schwierigkeitsgrad was dabei. Also niedriges Einstiegslevel, würde ich sagen. Man kann mit der Schulklasse, die nicht musizierfreudig ist und nicht Noten lesen kann, das schon machen, weil der Lehrer sogar mit diesem Heft klarkommt und die Inhalte mündlich vermitteln kann, sodass die Schüler mitmachen können. Auf YouTube kann man sich anschauen, wie der Professor Höfer das macht mit einer Schulklasse. Wenn man Fritz Höfer und Klassenmusizierbox eintippt, gibt es ein paar Beispiele mit Schulklassen, die das super zustande bringen, sodass sie sehen werden, sie schaffen das auch. So, das sind meine Schwerpunktpädagogik-Novitäten. Ah, ich habe noch was vergessen. Gitarre. Das sind wir hier im Gypsy-Jazz-Bereich, da muss man schon ein bisschen was können, ganz leicht ist nicht mehr. Wir haben eine ganze Reihe hier mit Gypsy-Jazz-Gitarre. Das ist das, was, wenn Sie den Film Chocolat kennen, Johnny Depp auf seinem Hausboot spielt, diese Gitarrensachen. Und das wird hier Schritt für Schritt erklärt, mal leicht angefangen, weil diese Stücke oft erst gut kommen im richtigen Tempo. Fängt man hier mal ganz langsam an, Schritt für Schritt, mal mit einem Akkord oder mehr. Und hier sind wir dann auch schon in den ganz typischen Tonarten und Spielweisen.
die sich an berühmten Vorbildern orientieren. Und auf der CD kann man sich anhören, wie es mal klingen könnte, oder das einfach als Hilfe hernehmen. Noten und Tabulatur, auch die Stücktabellen. Ja, und weiter dann Gypsy Jazz, Manfred Fuchs. So, die Doblinger Topseller. Muss ich Ihnen hier das Lexikon der Harmonielehre präsentieren? Was wir auch haben, das Lexikon der musikalischen Form. Sie sehen schon, ganz billig ist nicht, aber es lohnt sich. Das hat man im Regal stehen als Nachschlagewerk, wenn man Musik studiert, Musik unterrichtet oder ja, das braucht für Musikschulunterricht. Ein Lexikon der Harmonielehre. Was neu ist hier an dem, dass der Autor hier die Stufen und die Funktionsharmonik kombiniert, also dass man auch im Pop-Jazz-Bereich harmonische Fragen dort beantwortet findet. Und in unserem Update, das wir letztes Jahr gemacht haben, ist ein ganzes Kapitel noch dazu gekommen, nochmal 40 Seiten mehr, genau für die Jazzharmonik, und das ganze Buch nochmal überarbeitet worden. Drum lohnt sich das, sich anzuschaffen. Ist auch editorisch aufwendig gemacht, farbig und sehr kompakt, wie Sie sehen, eben ein Lexikon, ein Nachschlagewerk und vieles ja, anschaulich dargestellt. Mal schauen, ob ich hier schon solche Grafiken finde. Genau, mit es besser, die Zusammenhänge darzustellen und irgendwie in diesen ästhetischen Bereich hineinzukommen. Hier noch zum Ausklappen, zum Nachschlagen, wenn man schnell mal Funktionen braucht. Ja, Reinhard Amon, Lexikon der Harmonielehre. Bisschen einfacher wird es jetzt hier mit den türkischen Liedern. Die haben wir für Musikschulen gemacht, um die kulturelle Vielfalt auch musikalisch abbilden zu können, indem ja, die Schüler türkische Melodien kennenlernen, die dann aber auf Instrumenten, ja, also 1-2 C-Instrumente ohne Klavier oder mit Klavierbegleitung, dass die auch auf traditionellen europäischen Instrumenten spielbar sind. Der Autor hat das ganz schlau gemacht. Es gibt jetzt nicht für jedes Lied eine Klavierbegleitung, wo sie nicht passt und wo es nicht günstig rüberkommt, lässt das weg. Aber die Melodiestimmen sind für verschiedene Instrumente machbar, also C-Instrumente, Violine, Blockflöte, Querflöte. Und die werden immer gern genommen, weil offenbar türkische Lieder oder ja, Ethnobereich, Musikschule, das die Lehre interessiert, haben wir schon gesehen. Ein Klavierheft mal Ihnen noch zeigen. Das heißt Piano Essentials. Das sind kurze Stücke von 1 oder 2 Seiten Länge. Was nicht heißt, dass sie leicht sind, nur weil sie kurz sind. Aber sie behandeln immer einen bestimmten musiktheoretischen Aspekt, der hier erklärt wird. Und deshalb sind die Stücke so zusammengestellt worden, damit man diesen musikalischen Aspekt beleuchtet. Und darum eignet sich das gut auch für erwachsene Autodidakten. Auch, würde ich sagen, Musikstudenten mit Klaviernebenfach, die mal schon, also man braucht schon Vorkenntnisse, aber da hat man schnell einen musikgeschichtlichen Überblick und Formgeschichte, alles in diesen Stücken verpackt, die nur 1-2 Seiten lang sind. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Peter Pani, ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens. Repräsentiere also nicht nur den Verlag, sondern auch unseren zweiten Geschäftszweig, die Musikalienhandlung in Wien. Wir sind da sehr bekannt und groß. Ein deutsches Publikum kennt uns vielleicht nicht so als Musikalienhandlung, sondern mehr als den Verlag. Aber ich möchte Ihnen heute zeigen, was wir können und dass wir es weltweit liefern und auch gerne das deutsche Publikum beliefern in Zukunft. Wir sind in der Wiener Innenstadt. Wir haben eine der größten Musikalienhandlungen in Europa. Wir haben wirklich sehr, sehr viel auf Lager und wir haben seit knapp 2 Jahren einen spektakulären Online-Shop, den ich Ihnen heute gerne zeigen möchte und wo Sie jederzeit bei uns in Wien bestellen können. Sie sehen, seit 1817 gibt es uns. Wir feiern nächstes Jahr unser 200-jähriges Jubiläum als Musikalienhandlung
Und das ist unser Webshop. Man sieht hier mehrere Reiter, wo man gleich mal reingehen kann in eine Frühlingsaktion oder in aktuelle Neuerscheinungen der Popmusik oder in aktuelle Neuerscheinungen der Klassik oder in aktuelle Neuerscheinungen des Verlages Doblinger beispielsweise. Hier hat Ihnen meine Kollegin, die Frau Böckle, schon einiges gezeigt. Ich zeige nur, wie es da weitergeht. Man klickt dann auf den Artikel. Man bekommt weiterführende Erläuterungen, man kann sich Probeseiten ansehen und man kann das Ganze natürlich auch sofort bestellen. Aber nicht nur über diese Reiter, sondern auch über Fachbegriffe, über Sparten, Bücher, Multimedia, Zubehör und Geschenke kann man verschiedenste Produkte bestellen. Wenn man hier beispielsweise in den Suchbereich geht, sehen Sie hier auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie Sie spezifiziert Ihre Produkte suchen und finden können. Und insgesamt, wenn ich jetzt mal einfach nur ohne einen Artikel reinzugeben auf Suchen klicke, sehen Sie sofort mal, wie umfangreich dieser Webshop ist. Hier sehen Sie jeweils zu den einzelnen Sparten, wie viele Produkte lieferbar sind und verfügbar sind. Und Sie sehen dann auch immer sofort, haben wir es auf Lager oder dauert es vielleicht eine Woche, bis wir es für Sie besorgen. Unsere Preise sind sensationell günstig. Bei deutschen und österreichischen Produkten gibt es ja sowieso die Preisbindung. Aber auch bei den importierten Preisen werden Sie sehen, können wir mit den großen Webshops, die mit A beginnen, mithalten. Und noch dazu sind wir der Fachhandel und bekommen Sie bei uns auch das Service und die Fachberatung auch über den Webshop, wenn Sie das wollen. Und das ist sicher einzigartig. Dankeschön.